Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video zeige ich euch die Kaffeespezialitäten, welche ihr mit der Primadonna Class erstellen könnt. Für die Milchgetränke verwende ich kalte und fettarme Kuhmilch. Es sind aber auch Sojamilch und Mandelmilch gut zum Aufschäumen geeignet und auch für dieses Gerät empfohlen. Ja, starten wir doch direkt mit den Spezialgetränken. Mit diesem Gerät kann man standardmäßig anwählbar Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch, Espresso, Kaffee oder Long, was so viel ist wie ein großer Kaffee, herstellen. Es gibt dann noch oben links im Menü das Programm für Spezialgetränke. Das ist unter anderem Doppio Plus, Cappuccino Plus, Cappuccino Mix, Kaffee Latte. Mit der Taste Next komme ich auf die nächste Seite. Flat White, Espresso Macchiato, heißes Wasser. Das ist kein Spezialgetränk, aber ist in dem Menü hier drin zu finden. Und einen zweifachen Espresso. Wir beginnen mit dem Spezialgetränk Flat White. Dazu benötigen wir einen vollen Milchbehälter, Kaffeebohnen im Kaffeebohnenfach sowie Wasser und ein Cappuccino-Glas. In diesen Milchtank passen bis zur Markierung Max 600 Milliliter Milch. Die habe ich jetzt schon soweit eingefüllt. Gut, um diesen Milchtank einzusetzen, muss dieser Riegel hier auf Insert stehen. Dann kann ich ihn rausziehen, die Milch nachfüllen und auch wieder reinstecken. Als erstes wähle ich das Spezialgetränk Flat White über dem Menü hier oben links. Da drücke ich drauf, dann bin ich im Programm Spezialmenü, drücke Next und nehme Flat White. Bevor ich auf Start drücke, stelle ich ein großes Glas unter. Dann berühre ich die Taste Flat White. Milchschaumregler auf Position 2 stellen. Die Kaffeemenge ist einstellbar, das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Nach jeder Milchgetränkeherstellung kommt die Aufforderung Drehknopf auf Clean drehen, um den Milchbehälter zu reinigen. So sieht das Getränk also aus. Einen wunderbar schönen, schaumigen, feinporigen, dicken Milchschaum. Ja, und das ist ein Milchkaffee, Kaffee Latte. Jetzt zeige ich euch Cappuccino Plus, also ein extra starker Cappuccino. Maximalschaum. Hier erkennt man noch eine wunderschöne Schichtung. Und einen guten Milchschaum obendrauf. Jetzt zeige ich euch den Espresso Macchiato. Jetzt haben wir ganz wenig Milch. Sieht ein bisschen aus wie so ein Mini-Latte Macchiato. Okay, jetzt kommt Cappuccino Mix. Jetzt sieht man nämlich, wie die Milch sich mit dem Espresso schon direkt vermischt und komplett nach unten absetzt, also eine ganz andere Herangehensweise wie der vorherige Cappuccino. Jetzt kommt der Doppio. Thank you.
So sieht der Doppio aus. Jetzt haben wir die Spezialgetränke alle einmal erstellt. Doppio Plus, Cappuccino Plus, Kaffee Latte, Cappuccino Mix, Flat White, Espresso Macchiato. Espresso zeige ich euch jetzt nicht. Das ist eigentlich selbsterklärend. Heißes Wasser kann man auch beziehen. Dazu muss man diese Milchkaraffe entfernen. Ich wähle mit dem Schieberegler Insert, um das halt zu entfernen. Ich nehme dann die im Lieferumfang enthaltene Heißwasserdüse. Die hier solltet ihr auf gar keinen Fall verlieren. Die ist nämlich für den Heißwasserbezug wichtig. Dann stecke ich die einfach auf. Kann dann das Glas unter den Heißwasserauslauf stellen und drücke Heißwasser. Die Hälfte ist durchgelaufen. Ich kann jetzt einfach, wenn die gewünschte Menge erreicht ist, kann ich einfach Stopp drücken. Das mache ich jetzt aber schon mal. Das heiße Wasser hat jetzt aktuell eine Temperatur von knapp 70 Grad. Okay, dann beenden wir das Spezialgetränkemenü. Ich werde jetzt noch einmal ein Latte Macchiato herstellen. Den kann man einfach hier berühren, indem man drauf drückt. Position 2, weniger Schaum. Man muss tatsächlich auch schnell sein mit dem Verstellen des Schiebereglers, weil wenn man nicht verstellt, dann produziert er das Getränk wie eingestellt, nur eben auf der Stellung, wie es gerade steht. Wenn nicht gerade auf Insert oder Clean. Also ich kann auch einen Latte Macchiato erstellen mit viel Milchschaum oder wie es optimalerweise sein soll. Mit wenig Milchschaum, theoretisch auch mit heißer Milch. Latte Macchiato, wo jetzt natürlich etwas wenig drin ist. Man kann durch die Einstellung der Kaffeemenge auch noch natürlich die Größe, das ist jetzt ein kleiner Latte Macchiato. Aber auch schön hier zu sehen, die gute Schichtung, die Temperatur bei gut 60 Grad liegt. Weit drüber darf der Milchschaum auch nicht temperieren, da er sonst zerfallen würde. Ja, auch hier wieder ein schöner Milchschaum, eine schöne Schichtung. Zu guter Letzt zeige ich euch noch den Kaffee. Das Wichtigste einer vollautomatischen Kaffeemaschine ist natürlich der Kaffee. Ja, also der Kaffee hat bei der Einstellung sehr hoch von der Temperatur eine Wärme von gut 72 Grad. Und das ist für Bakterien und besonders Schimmel auch immer empfehlenswert, die Kaffeetemperatur einfach sehr hoch einzustellen. Denn abkühlen tut das Getränk ja bekannterweise von selbst. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal natürlich gerne abonnieren. Und zwar hier unten rechts in der Ecke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.